Ja, ich war mit Sebastian Butte in Greven und in Böhmen und Coesfeld. Warane, ich freue mich so wieder hier zu sein. Es war so scheiße. Und weil wir dahin auch irgendwie hinkommen mussten, und weil ich Student bin und sowieso viel unterwegs bin, heißt dieser Text irgendwie passenderweise unterwegs sein. Wir sitzen so im Auto und fahren ganz gemütlich durch die Straßen und ich würde sagen, ich belüge dich, wenn Folgendes nicht wahr wäre, denn ich fahre top. Doch was mich aus meinem Sekundenschlaf reißt, ist das laute Stopp, was die Dame neben mir da plötzlich schreit. Ich bremse ab und bin dem Tod bereit, da springt sie aus dem Auto und rennt hinter dieses. Ich denke mir, verdammt, ein Kind, eine Oma. Was gibt es sonst noch Fieses, dass es wert wäre, mich in voller Fahrt so zu erschrecken? Ich steige aus dem Auto, um es zu entdecken, und dort kniet sie, meine Beifahrerin, und beatmet. Ich reagiere wie im Schlaf, hole den Verbandskasten, sage, ich bin gewappnet. Da guckt sie mich an. Du hast eine Maus überfahren! Da wache ich aus meiner Trance und sehe den Grund des Bremsvorgangs. Bei einer Maus kann man ruhig mal Ruhe bewahren, füge ich hinzu und sage, sie sehe aus wie der Tottiger am Bahnübergang. Hätte ich einen Wal überfahren. Okay, das wäre blöd, den hätte ich sehen können. Und dafür ernte ich nur böse Blicke der herangeeilten Passanten. In diesem Moment fühle ich mich unverstanden. Denn was ist schon dabei, mal eine Maus zu überrollen? Wer weiß, das war Suizid. Die hätte gerade sterben wollen. Ein Passant nimmt die Batterie aus seinem MP3-Player. Es verstummt Serenity in Murder von Slayer. Und sie basteln einen Defibrillator, um die Maus wieder zu beleben. Ich kann es kaum glauben, als sie die Maus schocken und sie wie in schlechten Serien sofort anfängt zu husten und zu legen. Sie steht auf, klopft sich den Staub aus den Socken, nickt mir zu und verschwindet am Straßenrand. Das Bild von der Maus mit den Socken, das hat sich mir ins Hirn gebrannt. Bis ein Passant auf mich zukommt und mir mitten ins Gesicht schlägt und sich mein Körper ungebremst neben meinen Kopf auf den Asphalt liegt. Seit diesem Tag fahre ich kein Auto mehr. Nein, ich weiche aus auf öffentlichen Nahverkehr und da ereignete sich Folgendes. Ich sitze im Bus und werde beschallt von Handymusik eines Mädchens, das nicht schnallt, dass die Musik, die sie hört, nicht unbedingt zu unseren allen Favoriten gehört. Bushido rappt in bestechendem Sound von Dreck und Drogen. Und das Mädchen macht dabei Folgendes. Ungelogen. Sie erzählt ihrer Freundin Mandy am zweiten Handy vom letzten Absturz. Ich tippe sie an und sage eine Frage. Ganz kurz, könnte man die, wie du sie nennst, Musik vielleicht etwas leise stellen? Da sagt sie in einem Ton fast wie ein Bellen. Mandy, warte mal, hier ist so ein Spast. Ey, kannst du mal verraten, was für ein Prop du hast? Für alle nicht ganz so coolen Prop ist die coole Abkürzung für Problem. Ich sage, naja, vielleicht kann es ja sein, dass die anderen hier im Bus Bushido nicht so sehen wie du, sondern mehr als musikalisch verfrühten Samenerguss. Nun wird das Ding doch wirklich aggressiv und das Streitgespräch entschied sich wieder einmal gegen mich. Als dann ihre Faust mein rechtes Jochbein traf und der Knochen sofort brach, da wurde mir plötzlich schwarz vor Augen. Und ihr werdet es nicht glauben, seit diesem Tag wollte ich fahren nur noch Rad. Und das wurde mir gestern geklaut. Weshalb ich heute nach Hause laufe. Dankeschön.